Weiter geht's bei Thief 4. Wir sind wieder im Glockenturm unserer Hauptbasis. Wir haben, glaube ich, aktuell gar keinen Auftrag, oder? Ich vergesse, was immer vor dem Stream zu gucken. Das ist unsere Vorratskiste. Wir gucken mal eben, ob wir irgendwas ablegen müssen. 2 von 5 Seilpfeile ist okay. Wasserpfeile 5 von 10 auch okay. Nahrung ist auch okay. Ach, das ist unser Lager. Ja, einsortieren will ich ja. Das ist alles super. Nahrung 2 von 2. Ach so, wir können nur 5 Nahrung einlagern. Oder wie verstehe ich das jetzt? Ablegen? Nee. Das ist ja falsch rum. Also 5 ist unsere Maximalanzahl. Hier sehe ich gar nicht, wie viel wir tragen dürfen. Das ist ja doof. Aber offensichtlich haben wir denn irgendwo von zu viele? Breitkopfpfeile 4. Nein, das ist nicht zu viel. Stickungspfeile 1, das ist auch nicht zu viel. Stumpfer Pfeil 11. Da könnten wir bestimmt ein paar von ablegen. Ich lege mal so auf 7 runter ab. Leuchtbombe ist okay. Mond ist okay. Wurf ist auch okay. Moosköcher. Nee, warum soll ich den ablegen? Hallo? Stimmt, haben wir letztes Mal gebaut, ne? Breitkopf- und Säckezahnpfeile verursachen beim Aufprall kein Geräusch. Geiler Shit. Geiler Shit. Nehme ich. Hallo Neo. Ja, Yami, noch weine ich ja nicht. Nur im Januar. Das wird ein tolles neues Jahr. Hallo Eternity. Grüße auch dir. Warum? Achso, ihr wurdest direkt geköpft. Tja. Was? Des Todes? Die Windungen des Todes. Das klingt. Hier, Schatz, ich schenke dir einen Armreif. Die Windungen des Todes. Viel Spaß damit. Oh. Jennifer. Piepmatz. Piepmatz ist verwundet. Basso. Alles klar, wir müssen nach Basso. Mal wieder. Begib dich zum Verkrüppelten. Was? Zum Verkrüppelten wen? Nicht gelesen. Burke. Okay, da wo Basso ist. Ist das Jennifer? Also schickt Jennifer uns Nachrichten? Na, weiß noch jemand von euch, wer Jennifer ist? Beziehungsweise wer sie war? Oder immer noch ist? Ist ja etwas verwirrend mit der guten Frau, ne? Was sie nun ist, war oder soll, hätte sollen sein. Dann gehen wir mal zum verkrüppelten Burg. Die Stadt, Stone Market. Ja, da möchte ich hin. Ich habe ja auch kaum eine andere Wahl. Hinweis, deine Gesundheit wird wieder aufgefüllt, wenn du zum Versteck zurückkehrst. Oh, das ist ja cheaterisch. Aber meistens sterben wir eh direkt, weil wir auf Experte spielen. Da haben wir nicht viel zu lachen, wenn wir entdeckt werden. Da ist sofort Garrett ein Kopf kürzer. Was ja grundsätzlich positiv ist, aber in diesem Spiel nicht. Gerechtigkeit! Ihr wurdet schuldig gesprochen des Diebstahls und der Verschwörung mit den Götzen. Ich bin unschuldig, bitte ich. Der Eisentyrann tötet uns, das ist doch nicht alles! Der Eisentyrann. Die lassen sich in diesem Teil aber auch Namen einfallen. Wie hieß nochmal der General? Der Diebesfänger-General? Der Eisentyrann? Sehr kreativ dieses Mal. Ich finde es ja eigentlich geil, dass das hier eine Open World mittlerweile ist, aber diese Open World schafft es irgendwie nicht, mich einzuladen, in die rumzustöbern. Hier drin waren wir doch schon mal, ne?
Will ich jetzt gar nicht wieder rein. Huppa. Seit ich die Uniform trage, sehen die Ladies mich öfter an. Was? Vielleicht sollte ich auch eine Uniform tragen. Bin dann mal im Lurk. Viel Spaß, Eternity. Bis später. Der verkrüppelte Burke. Burks kennen wir auch aus Teil 1. Das waren diese komischen Dinos. Wo ist es? Wo hat er es hingetan? Es ist nicht hier. Nein. Was soll das werden? Garrett! Das Buch, das ihr mir beschafft habt. Es ist weg! Vollidiot! Wo ist Basso? Der Diebesfänger-General hat ihn verschleppt. Zusammen mit einigen Götzen. Er hat's genommen. War eigentlich klar, dass der Baron das tut. Ihr meint, mein Freund wurde geschlagen und verschleppt. Nur wegen dieses Buchs. Was ist so wichtig daran? Es enthält Geheimnisse, die verloren schienen. Ich vermute darin den Schlüssel, um die Stadt und uns alle vor der Schwermut zu retten. Doch der Baron will es nicht für das Gute verwenden. Und jetzt hat er es. Besser wusste, wie wichtig das Buch ist. Zu eurem Glück ist es noch hier. Besser ist nicht dumm. Das Buch. Ist sicher interessant. Wo ist Basso? Im Bergfried, aber der ist gut bewacht. Ihr könnt nicht einfach reingehen. Gut. Ich mag Türen sowieso nicht. Es ist unmöglich. Moment. Da fällt mir etwas ein. Na los. Jacob. Loyal. Der Sache ergeben. Er wollte den Baron im Herzen treffen und hat sich daher mit dem Bergfried beschäftigt. Er kennt deinen Zugang. Wie finde ich diesen Jacob? Der Baron hat ihn in Greystone festgekettet. Als Botschaft für all seine Feinde. Gefoltert, aber am Leben. Erstmal ist mein Hehler dran. Dann euer Götze. Wir sind uns ähnlich, ihr und ich. Garrett. Ihr bringt Veränderung. Eines Tages wird das Volk euch danken. Ihr denkt zu oft an das Volk. Orion. Mal sehen, ob Orions Mann, Jacob, etwas weiß. Ich finde ihn auf dem Greystone-Platz. So, erst Jacob und dann Basso. Begib dich zum Greystone-Platz. Ja, machen wir doch. Aber erstmal gucken wir uns in Bessos Laden noch ein bisschen um. Der Gute hat doch bestimmt Dinge versteckt. Oder auch nicht. Hallo, Basso? Den Safe kann ich nicht mehr öffnen. Schade. Was haben wir da? Verrat. Verrat. Eine dunkle Wolke hängt über dem goldenen Zeitalter. Gestern, am Abend des Mittsommertagsfests, kam es zu einem feigen Mordanschlag auf Baron Northquest. Ein Topf mit Schwarzpulver im Northquest Manor löste eine gewaltige Explosion aus, deren Echo in der gesamten Stadt zu hören war. Mit großer Erleichterung, die sicher von allen Mitbürgern geteilt wird, können wir berichten, dass der Baron die abscheuliche Tat überlebt hat. Die tapferen Mitglieder der Stadtwache sind bereits im Begriff, die Schuldigen rasch der Gerechtigkeit zuzuführen. Laut ihrer Aussage gibt es keinerlei Gründe zur Panik. Dennoch sei gesagt, dass die Pflicht aller Getreuen des Barons ist, jedwede zufällige mitgehörte aufwiegelerische Äußerung zu melden. Vergesst nicht, giftige Worte führen zu ebensolchen Taten. Das hat ja schon Stasi-Zustand hier. Man versteht kaum, was die sagen. Okay, alles klar. Dann muss ich mal eben gucken, dass ich die lauter mache. Braucht ihr etwas Handwerkszeug? Handwerkszeug? Wo, wer redet da?
aus dieser Stadt geworden? Der Typ da oben, ne? Der verkauft ja was. Nein, ich brauche aber nichts. Ich brauche nichts. Stone Market, ja. Teilweise im Gespräch wurde es deutlich leiser, liegt aber wahrscheinlich am Game selbst. Ich gucke mal. Eigentlich habe ich an den Einstellungen vom Game nichts geändert, aber vielleicht geht es jetzt ein bisschen besser. Vielleicht. Manchmal sind die Games auch einfach komisch abgemischt. So, wir müssen irgendwo in diese Richtung und am besten schnell nach oben. Guck mal, bin ich noch gar nicht hoch. Da. Häpperle. Na toll. Bin ich hier gar nicht weiter. Ah ja, Schraubenschlüssel benötigt. Ich muss dringend noch ein paar Items kaufen. So, die beiden Jungs sollten uns mal besser nicht sehen. Husch. Hm. Wer lässt denn das in der Geldbörse einfach so liegen? Hm, hui. Durch die Schatten. So, hier können wir auch nicht sinnvoll hoch. Da können wir hoch. War das Donner über Dayport? Eher eine Explosion, hörte sich an, als käme es vom Bergfried. Die vielen Rohre, die rein und rausgehen. Ich wusste, die Technologie des Barons bringt nichts Gutes. Aber ich glaube, die versteht man jetzt schon besser. Die Rinne. So. Da unten ist eine Tür. Sind die Wasserpfeile immer noch so rar? Ja, leider. Das ist, glaube ich, ein bisschen besser geworden, aber man kann nicht behaupten, dass es viele gibt davon. Was ist denn das hier? Kommen wir hier gar nicht durch? Ah. Durchquetsche. So, mal eben den Balken hier zur Seite. Ladesequenz und direkt weiter. Höre Stimmen in der Dunkelheit. Den Ruf der Krähen. Was sagen Sie? Was Sie sagen? Sie verkünden Orions Botschaft. Sie singen von einem glorreichen Feuer. Die Wache wird brennen, ja, die Stadt wird schwarz jetzt? Und die Maschinen des Barons werden zerstört. Und wenn der Rauch sich verzieht, bricht die Dämmerung an. Wir können trotz des Gestanks frei atmen. Nahrung und Wasser für alle und Vertrauen in eine bessere Zukunft. Doch zuvor müssen wir uns als würdig erweisen. Haltet zusammen, tötet die Schwarzkittel, spuckt auf ihre Gesetze. Und dann zeigen wir dem Eisentyrannen die Stärke der Götzen. Okay. Ich könnte ein Bier vertragen. Ach, die Dialoge der Wachen sind immer noch genauso geil. Stehen kurz davor, gekillt zu werden? Ja, ich könnte ein Bier vertragen. Ich komme hier mit dem Seifel hoch. Wir haben noch unser Leben und die meisten unserer Zähne. Ja, schon nicht schlecht. Ah, Mann. Die Seilfallmechanik ist hier aber auch ein bisschen komisch. Der einzige Ort, an dem wir uns begegnen, ist der Galgen. Ich kann die aber nicht wieder mitnehmen, ne? Schade. In den alten Teilen konnte ich die immer noch mal wieder einsammeln. So, das nehmen wir mit. Das machen wir aus. Nichts drin, schade. Dankeschön. Auch nichts drin. Dafür habe ich jetzt einen ganzen Seilpfeil geopfert. Ob das so gut war. Oh ne, runter. Gerrit. Ich muss schlafen. Ich vermisse Spider Thief. Ah, ich weiß nicht. Tatsächlich vermisse ich. Hä? Würdest du bitte.
Tatsächlich vermisse ich Spider-Thief gar nicht mal so sehr. Die Seilfallmechanik ist doch ein bisschen cooler eigentlich, weil das so unsinnig ist, dass der halt die Wände hochlaufen kann. Es war schon lustig, das auf jeden Fall, aber es war auch einfach unsinnig. Es wird spät. Okay, ich glaube, ich müsste echt einmal außen rumlaufen, oder? Oder auch nicht. Wieso konnte ich da oben lang? Oh. Brief mit letzter Warnung. Hör auf, mir aus dem Weg zu gehen, Molly. Ich habe dir das Geld vor Monaten geliehen und es ist höchste Zeit für die Rückzahlung. Ich warte auf dich am üblichen Ort in der Medlow Row. Ich will dir keinen Besuch abstatten müssen. Oh. Oh. Ich glaube, Molly hat's nicht ganz geschafft. Was für eine kalte Nacht. Die arme Molly. Was bringt mir das jetzt hier lang zu laufen? Ist das gefährlich? Oh ja, oh ja. Und? Was war's? Ah, die hat mich alle nicht gesehen. So. Das alte Schlossknacksystem ist auch besser gewesen. Also eigentlich mag ich das Schlosserknackensystem aus dem ersten und zweiten Teil mit den zwei verschiedenen Dietrichen am liebsten. Das hier ist definitiv das Schlechteste. Das ist aus dem dritten Teil, ging ja noch. Aber die beiden Dietriche hatten irgendwie ein geileres Feeling. Das fühlte sich noch nach Schlossknacken an. Mir ist vollkommen bewusst, dass ich hier nicht rein muss, aber ich kann. Ich finde Dinge. Auch wenn es nicht viel ist, aber wir müssen ja noch viel kaufen. Also so wenig ist es auch ein bisschen schade. Das wollte ich nicht. So, nun. Jetzt mal Licht aus. Blup. Da lang. Ein Freund in Not, Kapitel 4. Möchtest du dieses Kapitel beginnen? Ja. Speichervorgang wird bewahrt. Ich habe das alte Buch aus dem Haus der Blüten gestohlen für einen Mann namens Orion, der sogenannte Stimme des Volkes. Er glaubt, dass er die Stadt retten kann. Angesichts dessen, was ich davon gesehen habe, bin ich mich nicht sicher, ob sie es wert ist. Trotzdem verehrt das Volk Orion Basso eingeschlossen. Und seine Anhänger, die Götzen, werden immer mehr. Aber dennoch, zwischen dem Baron, der Schwermut und dem ich muss schneller lesen. Finde Jacob auf dem Greystone-Platz. Oder kann ich mir das irgendwo hier nochmal durchlesen? Ziele? Basso steckt in Schwierigkeiten und braucht Hilfe. Offenbar wollte auch der Baron dieses Buch haben, also schickte er seinen General. Der hat zwar nichts gefunden, Basso aber verprügelt und abgeführt. Orion sagte, das Buch wird ihm und seinen Götzen helfen, die Stadt zu retten. Aber jetzt hat Bassos Befreiung aus dem Bergfried oberste Priorität. Bleib unentdeckt, führe 8 Taschendiebstähle aus, 10 Kills oder K.O.-Schläge, stiehl alle Beuteobjekte. Ja klar. Träumen sie weiter. Aber dieses Eingangstextding kann ich nicht lesen, ne? Ne. Gut. Gut. Wenigstens können wir unsere Ziele durchlesen. Ziemlich viele panische Leute am Greystone-Platz. Von Jacob bekomme ich nichts mehr. Aber gleich bin ich am Haus von Eastwick, dem Architekten des Barons. Wenn jemand eine Hintertür in den Bergfried kennt, dann sein Erbauer. Begib dich zum Haus des Architekten.
Der Arme. Ich glaube, der hing da schon ein bisschen zu lang. Ich höre die gar nicht mehr. Komisch. Hört man die von hier? Nee. So. Rüber. Aloha. Merci für das Gold. Hier muss ich hier gar nicht lang. Sehe ich da noch mehr Gold? Hallo, wer legt denn bitte einen goldenen Kelch in einen Blumenkübel? Das Spiel ist doch verrückt. Moinsen Luxade. Grüß dich. Na, möchte jemand Süßigkeiten? Sind frisch geklaut. Oh, geil. Geklaute Süßigkeiten schmecken am besten. Das sind fast so lecker wie gratis Süßigkeiten. Tatsächlich habe ich heute nur eine Suppe gegessen zum Mittagessen. Und Sport gemacht. Das ist absolut nicht... Oh. Ich glaube, das war das Apartment, oder? Ich hoffe für Basso, der Bergfried ist so robust, wie alle sagen. Oh, das ist der Bergfried gewesen. Alles klar. Basso, halt mal durch. Wir kommen langsam. Hoppala. Luxhelp, wie geht's denn? Alles klar, Ru? Alles in Buddha auf dem Kuder? Da redet schon wieder einer. Ich höre ihn nicht. Warum reden die immer, wenn ich die nicht höre? Nur eine Suppe! Ja, nur eine. Nicht mal zwei. Na toll, jetzt ist der Kopf ab. Kann passieren, wenn du hier bist. Kann passieren. Ich würde sagen, die Chance ist relativ groß. Ist schwer, ich muss tippen. Auf jeden Fall. Mir geht's super. Wie schaut's bei euch aus? Raffinesse war nie seine Stärke. Wie es aussieht, mache heute nicht nur ich einen Hausbesuch. Ach so. Die Schergen sind da. Vergiss nicht... Ach so, das ist eine Mission. Wir müssen da rein. Mir geht's an sich ganz gut. Ich fange an, mich zu erkälten. Los, Garrett. Hoch da. Mist, das geht nicht. Oh, ey! Das ist aber leicht unfair gewesen gerade. Pausiert. Achso, weil ich gestorben bin, kann ich nicht wieder laden. Ja, du bist tot. Laufe ich mit einer Fackel unter mir lang und ich werde angeleuchtet. Das ist nicht nett. Ganz und gar nicht. Das ist ganz schön unnett. Eastwicks Stadthaus. Raffinesse war nie seine Stärke. Wie es aussieht, mache heute nicht nur ich einen Hausbesuch. Schneller! Oh. Da ist ein Hundi. Ciao, Hundi. Er platzierte einen Wachhund in der Gasse im Schatten. Ich glaube, die haben das Konzept Wachhund noch nicht verstanden. Mohn. Der Bergfried wird halten. Ist das ein Kletterding hier? Nein. Ah, hallo. Ich habe nur noch einen Seilpfeil. Will ich eigentlich nicht opfern. Böse, genau, böse. Ich hänge aktuell bei Thief 1 eine Mission, an die ich mich gar nicht erinnern kann. Kam bestimmt mit einem der Patches, die ich installiert habe. Ja, das kann sein. Da wurde ein bisschen nachgearbeitet. Aber Thief 1 ist auch cool. Ich kann dir empfehlen, nach Thief 1 Thief 2X zu spielen. Das ist eine Fan-Mod zwischen Teil 1 und Teil
2. Auch sehr, sehr gut. Bei allen toten Göttern. Bei allen toten Göttern? Ihr seid's ja auch. Ich habe eigentlich keine Ahnung, wo ich jetzt lang muss. Oder wie ich hier lang komme. Ich dachte, ich hätte was gesehen. Einfach durch den Haupteingang. Gute Idee, schreibe ich mir auf. Jo, mach das. Die ist auch sehr, gerade für eine Fan-Mod hat Thief 2X enorm gute Synchronsprecher. Also sie sind jetzt nicht herausragend, aber es ist eine Fan-Mod. Und für eine Fan-Mod sind die echt gut. Da muss man sich überlegen, dass Dudes wie wir das einfach reinsprechen und das ist trotzdem gut geworden. Was? Oh. Ups. Ich finde dich, wer du auch bist. Was? Warum? Hä? Warum? Eastwick entkommen ist? Ah, die Tür ist offen. Oh. Er darf das Gelände nicht verlassen. Hallo, Gary TMT. Falsch. Thief 2X spielt gerade zu The Metal Age. Ja, okay, er spielt im selben Zeitfenster. Ah, fuck, es sieht er nicht. Ah, falsche Taste. Die wollte ich drücken. Er hat recht, es spielt im selben Zeitraum, aber es wird ja empfohlen, es zwischen 1 und 2 zu spielen. Aber du hast recht. Spielt zum selben Zeitraum wie The Metal Age. Das gebe ich recht. Aber wie soll man 2 spielen zur selben Zeit spielen? Ja, genau. Das ist es nämlich. Und womöglich hast du Thief Gold noch nicht gespielt und deswegen kennst du eines der Level in Thief 1 nicht. Steam bietet ja leider nur diese Version an. Stimmt, Thief Gold war das, warum da neue Missionen angekommen sind. Ich habe ja damals auch Thief Gold gespielt. Richtig. So, jetzt muss ich nur schnell die Tür wieder zumachen. Die Straßen sind nicht mehr sicher. Dupp. So, den Fehler mache ich nicht zweimal. Wer lässt den Haupteingang verschlossen? Aufgeschlossen. Ja, keine Ahnung. Sind alle blöd hier. nein, man spielt Fanmissionen immer nach der Haupttitel. Fanmissionen sind schwerer. Also ich habe damals gelesen, dass man das davor spielen soll. So von der reinen innerchronologischen. Ich meine, jetzt im Nachhinein kann man wirklich sagen, die sind ziemlich unabhängig voneinander. Man kann auch erst Thief 2 spielen, dann die Fanmod. Aber ich hatte am Anfang halt gelesen, dass es irgendwie dazwischen sein soll. Auch wenn es neben der Zeit spielt und überhaupt nicht überlappt. Lass die wohl in den Eintopf. Aber man soll es machen, wie man Bock hat. Hauptsache, man spielt's und genießt die Fanmod. Das ist das Wichtigste. Weil sie ist wirklich gut. Gut, 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 gut. Hedda, du Lümmel, du musst doch die Tür wieder zumachen. Ja, das habe ich ja auch jetzt gemacht. Aus Fehlern lernt man doch bekanntlich. Black Frog ist eine Ecke besser als Thief 2X. Black Frog? Ich habe Black Frog nicht gespielt. Muss ich da noch was nachholen? Warum? Da gerade hätte irgendwas geblinkt. Aber blinken dürfte ja eigentlich gar nichts. Dann zieh dir was an. Wo ist derjenige, welche der mich gerade gesehen hat? Da ist keiner. Hedda wohnt im Rohbau. Da gibt es keine Türen. Stimmt, ich kann mir nichts Besseres leisten. Noch in ihren Gemächern? Was, die mürrische alte Schachtel aus den Kolonien? Hey, nicht so charmant, Mann. Natürlich ist sie mürrisch. Ihr Mann ist ein Verräter. Sollen die Götzen den Bergfried sprengen? Die Galgen sind voll von ihren Männern. Und wie viele werden folgen, wenn der Bergfried fällt? Er ist Symbol unserer Autorität. Diese Armbrust ist die einzige Autorität, die ich für das Pakt brauche. Warum dauert das so lange, Eastwick aus seinem Studierzimmer zu holen? Ach, weil wir nett zu ihm sein müssen. Befehl des Hauptmanns. Ich kann mich gerade gar nicht mehr erinnern an Thief 1. War das auch schon hier? So richtig markant wird es ja ab Thief 3. Weil dann sind wirklich die Namen echt so oft wieder dieselben. Da fällt es mega auf, dass sie in derselben Stadt sind. Aber war Thief 1 auch schon hier? Nur, nee, da war es da war's nur Dayport, oder? Ich bin mir da gerade... Ey, ey, ey.
Schleicht hier jemand herum? Ich bin da eigentlich mal dran gewöhnt, dass sie das ja hier in dem Teil merken. Lasst mich. Scheißdreck. Ich bin da nicht mal dran gewöhnt, dass sie das hier merken, wenn man da rumschleicht. In alten Teilen war das ja alles einfach so, wenn man im Schatten ist, dann war man im Schatten. Ach Gott. Auf doch, wirklich. Wieder konzentrieren hier. Schon viel zu lange kein Thief mehr gespielt. Wo komme ich überhaupt raus? Oh. Na, Mist. Ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Scheiße. Sorry, Leute. Hä? Im Namen von Baron, das hat jetzt zweimal funktioniert. Warum hat das jetzt diesmal nicht funktioniert? Thief 1 hat Newmarket, Downtown, Old Quarter und so weiter. Ah, okay. Die tauchen aber hier noch nicht auf, oder? Aber wahrscheinlich selbe Stadt, andere Gebiete, ne? Thief 2 hat Dayport. Ah, ja, genau. Dayport, Stone Market, beziehungsweise damals wurde es noch zu Newmarket genannt. Ah, das wurde umbenannt. So, darf ich jetzt hier langlaufen? Hä? Im Namen von Baron. Wieso geht denn das auf einmal nicht mehr? Ich bin da schon zweimal dran vorbeigelaufen. Hm. Ah, Garrett, du scheinst ein umfangreiches Thiefwissen zu haben. Das ist sehr cool. Ich hab's nur gespielt. So, jetzt will ich mal gucken, warum kann ich hier nicht mehr durchlaufen? Wie eben? So, der dreht sich jetzt ja weg. Wieso geht denn das jetzt auf einmal nicht mehr? Eastwick wird sich vor dem Baron verantworten. Dafür sorge ich. Ich warte mal noch ein bisschen länger. Jetzt geht's. Das war ja komisch. Tür zu. Der Hof ist gesichert, aber der Architekt ist ein kluger Mann. Du riechst vielleicht zu stark und deswegen bemerkt er dich. Danke. Du könntest recht haben. Ich komme ja gerade vom Sport. Weil ich eigentlich geduscht habe noch schnell. Hat wohl nicht gereicht. Ich müffel noch nach. Ah, das ist nur ein Versteck. Mist, das ist ein Schrank. Also ein Räuberschrank. Der ist weg. Wenn ich nicht aufpasse, ende ich als Rattenfutter. Mhm. Und ich mach dich zu welchem? Falsches Dschungel. Ach, falsches Duschgel. Dschungel. Boah, ich bin so schlecht im Lesen. Falsches Duschgel. Ist Lady Eastwick noch in ihren Gemächern? Den Text kennen wir ja schon. Hey, nicht so charmant, Mann. Natürlich ist sie mürrisch. Ihr Mann ist ein Verräter. Meister Eastwick macht es. Sollen die Götzen den Bergfried sprengen? Die Galgen sind voll von ihren Männern. Und wie viele werden folgen, wenn der Bergfried fällt? Er ist Symbol unserer Autorität. Hey, Mikostream! Autorität, die ich für das Pakt brauche. Warum dauert das so lange, Eastwick aus seinem Studierzimmer zu holen? Ach, weil wir nett zu ihm sein müssen. Befehl des Hauptmanns. Weil ich Zeit brauche zum Looten. Nur gucken, wann der Typ wieder kommt. Der Fettsack. Da ist er. Spa. Da bin ich mit Zeit, den Chat zu lesen. Aber so derbe, wie die Wachen duften, fällt das bestimmt nicht so auf. Stimmt, eigentlich müssten die Wachen viel, viel stärker riechen. Hm. Meko, wie läuft's denn? Ist klar. Zum Thema Fanmission. Ja, Black Frog ist auch eine fünfteilige Kampagne und spielt nach Thief 2. Man kann nicht alle Fanmissionen kennen. Sie sind weit über 700 Missionen im Umlauf. Uff. Sind die auch alle gut? Ich auch. Ich auch. Aber sind 500 Fanmissionen auch alle gut? Wie geht's? Gut, gut. Oh. Wieso kommt denn der fette Sack schon wieder? Der ist doch gerade gegangen. Hau ab. Geh weg. Ich darf ihn ja nicht K.O. hauen. Ich habe ja dummerweise auf Experte gestellt. Deine Zähne wackeln? War heute bei einem Kochkurs. Geil. Was hast du denn für einen Kochkurs gemacht? Ich wollte mal einen Backkurs mitmachen, aber der ist ausgefallen wegen zu wenig Teilnehmern. Oh, apropos Backkurs. Oh, Zimtschnecken. Ich backe ja super gern. Ich bin nicht so der Kocher, ich backe eher. Aber
kann ja verschiedene Dinge ausprobieren. Übrigens, mir geht's ganz gut. Ich habe nur ein... Schritte. Oh, da war Glas. Ich bin auch ein Held. Da war Glas. Wer ist da? Hallo? Ich schätze, da war nichts. Gott, bin so unfähig. Da will ich hin. Richtig lecker. Aber es sind zum Geburtstag von Thief 1 neue Missionen herausgekommen. 24 Stück. Von den Machern oder von wem? Oder nur von Fans? Oh, look, Sabe, du kannst doch nicht diese Süßigkeiten posten. Das ist unfair. Lass das. Inventar voll, Inventar voll, Inventar voll. Was nehme ich mit? Inventar voll. Also, Hedda, wollte ich nicht zu mir einladen, dass der alles mitgehen lässt? Ach so. Könnte passieren, ne? Wenn du irgendwo goldene Kronleuchter rumstehen hast, kann das wohl sein, dass ich die mitnehme. Viergänge-Menü. Oh. Wirf ihm die Flasche K.O. Geht er nicht? Darf ich nicht? Ich bin auf Experte. Ich darf den nicht K.O. hauen. Ich Vollidiot, hab auf Experte gestartet. Ich dachte, das wäre genauso cool wie früher. Du bist Profi-Mopser. Ich mops euch alles weg. Ich mops euch die Hose von den Beinen, wenn ich darf. Und rankomme. So, haben wir den dicken Koch hinter uns gelassen. Ich bin nicht sicher, aber ich habe vielleicht jemanden gesehen. Na, scheiße. Wer war nicht der Schrank? Scheiße. Du, halt! Ich dachte, da wäre der Schrank gewesen. Die Macher, Looking Glass, gibt's doch nicht mehr. Ja, aber, nee, klar, die Looking Glass selber nicht, aber irgendwie so. Die Leute gibt's ja noch. Looking Glass, die Firma gibt's ja nicht mehr. Kann ja sein, dass die Bock hatten, was zu machen. Ich will einen Thief 5, Mann! Vielleicht hat ja auch Square Enix gedacht, so, wir machen... Oh! Wer war das? Fuck, shit! Halt! Sofort! Da liest man einmal in den Chat und schon wird man wieder entdeckt. Das ist nicht gut. Man sollte nicht mit einem Handy in der Hand, wo ein Twitch-Chat draufläuft, durch das Gebäude rennen, wo man, ich will einen Thief 4? Das ist doch Thief 4. Oder wie siehst du das anders? Hey, ich glaube, ich habe gerade jemanden gesehen. Fuck, jetzt guckt er hier rein. Ich war zu. Das ist aber eine scheiß Position, in der ich gerade stehe. Ablenkungschat, ja, ja. Ich weiß, dass du hier noch irgendwo bist. Die Vielzahl an Einstellungen, um die Schwierigkeit anzupassen, fand ich in diesem Teil gut. Ja, ich fand das. Ich habe auch die ganzen hier Blinky Blinkies ausgemacht. Das ist nur ein Reboot. Ach so. Ja. Reboot. Ich meine, es ist ja. Hä, wieso ist das ein Reboot? Das Spiel, das schließt doch an Teil 3 an. Am Ende von Teil 3 findet man noch das kleine Girl. Ist das nicht die Ellen in Teil 4 jetzt? Und der bezieht sich ja auch bei den Tauben ständig auf Jennifer, die ja in Teil 2. Teil 2? In Teil 2 verreckt ist? Die Pflanzentante? Das ist doch dann kein Reboot, oder? Er ist wahrscheinlich noch da. Oh. Arsch. Es ist schon wieder auf Gelb. Da, ich hab jemanden gesehen. Hast du nicht? Geh weg. Das Reboot übernimmt nur Namen, aber keine Handlung. Ich werde dich finden. Krass. Das hätte für mich jetzt aber auch 1:1 passen können. Bisher zumindest. Ich halte dir den Rücken frei. Weil er ja am Ende von 3 das Mädel halt findet. Darf ich mal hier spoilern? Nein! Keine Story-Spoiler! Psst. Das Einzige, was gespoilert werden darf, ist, wenn ich gerade dabei bin, Sachen zu verpassen.
also die dann quasi fehlen würden, würde ich weiterlaufen. Dann darf man gerne mal einen Hinweis geben. Crepe mit Apfelmus, Pizzaschnecken, Pesto mit Gnocchis, Salat und Ingwer-Kartoffelsuppe. Ingwer. Ich stehe total auf Ingwer. Ingwer ist so lecker. Ich mache mir auch super gerne frischen Ingwertee. Ist jetzt hier nicht drin? Das ist so ein komischer Weihnachtstee. Das wird eine lange Nacht, wenn er zurückkommt. Hört doch mal auf zu suchen, ey. Geht weg. Hört auf. Sagen wir mal so, das Ende Deadly Shadows passiert etwas mit Garrett und das passiert nicht mit dem Hero zusammen. Ich bin Wachmann. Ja, okay. Ich hatte mir eigentlich gedacht, dass da noch Story so zwischensteht, die noch erklärt wird jetzt. Da hast du schon recht, das geht jetzt nicht 1:1 über. Aber ich habe eigentlich schon, ich habe irgendwie gedacht, so von wegen, ja, das hat sich dann, das wird noch erklärt, dass irgendwie, weiß wieder was geändert wurde oder so, dass er wieder zurück ist in sein altes Leben oder was auch immer oder bla. Sowas hätte ich mir jetzt gerade gedacht, weil das hat so perfekt gepasst mit dem Girl, dass er jetzt quasi Hilfe hat mit der Ellen. Ist er immer noch da? Oh, die Buchseiten machen ja auch Lautstärke, Geräusche. Boah, ey. Husch ab. Geh weg. Ich mache heute Schrank-TV. Irgendwie bekomme ich Lust auf Dishonored, aber ich bin gerade zu faul, was zu machen. Das Geilste ist alles vegetarisch. Ja, das klingt auch sehr vegetarisch. Ich bin zwar kein Vegetarier, aber ich esse auch gerne Vegetarier. Meine fährt hier ja von der Ollen, dass alle vorher in der Prostitution war und dann zu Garrett kam, nachdem sie einen ihrer Freier ermordet hatte. Oh, hab ich das schon erfahren? Bin mir nicht sicher. Und da war sie auch schon älter. Das Mädchen aus Deadly Shadows war ziemlich jung hingegen. Okay. Ah, schade. Doch, keine Fortsetzung. Es gibt einen Comic. Oh. Jetzt muss ich mal schnell hier rum. Bevor der Typ wiederkommt. Bis hierher riechen. Duck dich, duck dich, duck dich! Ich glaube, ich habe gerade jemanden gesehen. Du kommst doch nicht rauf. Nee. Essen nicht ausfallen lassen sollen. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Bleib wachsam. Ich stelle mich auch gerade echt schlau an. Es könnte noch jemand hier sein. Meinst du? Ich bin mir da nicht so sicher. Das Blau gefällt mir doch nicht wirklich. Ach so, dein Name. Es passt aber zu der Eisflocke, die du gerade vorne hast. Irgendwo. Woher weißt du das? Oh. Ich habe gerade gespeichert. Wir sind safe. Headless ist gerne Vegetarier. Ja. Vegetarier. Lecker. Die essen so viel Gemüse. Die sind so gesund. Voll lecker. Ah, ich hab schon ausgeräumt vor. So, der ist jetzt da. Immer noch hier. Irgendwo. Jetzt muss ich warten, bis er wieder rumläuft. Und dann muss ich mal wieder echt konzentrierter spielen. Du bist heute echt ein bisschen verwirrt. Ich lache mich weg. Heute? Er ist immer noch hier. Irgendwo. Oh. Wo kommt... Hä? Ach, das war der Kackvogel jetzt. Das Spiel hasst mich. Noch ein Unterschied wäre Basso. Basso ist in dem Original ein Einbrecher und hier hingegen ein Hehler. Ja gut, aber das ist ja... Also das kann man sich ja mal ganz leicht heranziehen, dass der jetzt sein Einbrecher-Dasein aufgrund seines Alters zur Seite gelegt hat und jetzt Hehler geworden ist. Das lässt sich doch ganz easy erklären. Der läuft hier im Kreis, was macht er? Man weiß es noch nicht. Oh, diese Grusel. Läuft denn der Fatzke lang?
Ich will den weghaben. Also darf man annehmen, dass dieses Thief im Endeffekt zwischen Thief 2 und 3 spielt? Natürlich, das spielt dann ja gar nicht zwischen nichts, ne? Ah ja, ich brauche keinen Knüppel ziehen. Oh, ich weiß nichts mehr. Vielleicht schlafe ich heute Nacht. Oh. So. Ruhe hier oben. Hat nichts mit der Trilogie gemein. Es hatte nur die Namen und die Orte. Ich finde ja bisher, also ich glaube, ich kann jetzt schon das Fazit ziehen, dass Thief 2 der beste Teil war. Aber die anderen kann man auch alle wo spielen. Das geht schon. Geführt wie einen gemeinen Dieb? Das ist sicher ein Missverständnis. Oh, Sie haben Ihre Befehle. Das haben Sie gesagt. Befehle. Aber er kommt trotzdem nicht aus seinem Studierzimmer. Er ist schon recht lange da oben. 3 Nächte? 4? Selbst jetzt, wo wir diese Stadt verlassen, gehört sein Herz seiner Arbeit. Seine Frau Roboter. Nebensächlich. Von Anfang an redest du schon irre. Duschgel, Dschungel, Follow, Host. Ich spiel nicht mit dem Meister. Fyodor hört mir schon lange nicht mehr zu. Außerdem tue ich nichts, um diesen Rüpeln zu helfen. Früher hätte ich alles gegeben, um hinter diese Tür zu sehen. Irgendwann gab ich es auf. Ein flüchtiger Kuss am Morgen. Der Opiumgeruch an seinem Rock. Heirate niemals einen Künstler, Tilly. Ja, my lady. Heirate niemals einen Künstler. Ist aber traurig. Was hast du nur für Dummheiten gemacht, Liebster? My lady? Theodor ist es wichtig, was die Leute von ihm halten. Ich sagte ihm, er würde an seinen Werken gemessen, nicht an seinem Verhalten. Er hat mich natürlich ignoriert. Jetzt kann er in seinem Studierzimmer darüber nachdenken, während wir hier festsitzen. Was, wenn er nicht kommt, my lady? Wir gehen so oder so nach Blackbrook. Theodor kann ja nachkommen, wenn er kann. Ich habe die Stadt noch nie verlassen. Das wird für uns alle sehr aufregend. Ein ganz neues Leben. Bitte, erwähne die Stadt nie wieder. Allein der Gedanke an sie raubt mir den Schlaf. Ja. Jede Nacht derselbe Albtraum. Hallo, Sanja. Ich grüße dir. Ich fand früher Teil 2 war der erste Teil, den ich auch gespielt habe in Thief. Aber ich finde ihn irgendwie so von der Gesamtstimmung am besten. Die Roboter nerven zwar zum Teil, man kann sie ja aus kaputt machen. Nehme ich mit. Ich darf keine. Heads will roll. Ich darf keine Zivilisten K.O. hauen. Wachen darf ich K.O. hauen. Und Mr. Nukular, Dankeschön für den schon wieder Resub. Ich danke dir. Ich verneige mich vor dir. Willkommen weiterhin unter den Kopflosen. 9 unter den Kopflosen. Krass. Hä, da passt die Spielzeuge. Spielanzeige. Wie? Welche Spielanzeige passt? Wo? Ich weiß nicht, was du meinst. Na, Thief 1 ist eher mystisch, weil Untote und Magie. Und Thief 2 hat mehr Anwesen-Missionen. Ja, das fand ich auch bei Thief 2 einfach. Ich mag generell in der Thief-Reihe Missionen in Gebäuden lieber als Außenmissionen. So durch Räume schleichen, Schlösser knacken. Es gab hier links noch einen Raum, ne? Ich bin gerade gerannt. Ich werde mutig. Schwarz.
Hier drin ist also irgendwo ein geheimer Eingang? Jedenfalls habe ich den Meister schon oft hier reingehen sehen. Und als ich nach ihm sah, war der Raum leer. Habt ihr ihm denn nie nachspioniert? Natürlich nicht. Das steht mir nicht zu. Kommt schon, Mutter Mulberry. Ihr redet, als wärt ihr eine Adlige. Wenn ihr dann fertig seid, ich muss weiterpacken. Schon gut, macht nur. Ich sehe mir den Raum mal an. Geheimer Eingang? Der kommt wie gerufen. Oh ja, oh ja. Der Baron hat den Architekten reich gemacht und jetzt wendet der sich gegen ihn. Euer Meister Eastwick hat was zu verbergen, sonst würde er sich nicht in seinem Zimmer einschließen. Ach, ich verstehe auch nicht, warum er sich der Wache widersetzt. Die Tante stört mich da ein bisschen. Das spüre ich. Ja, dann sterb auf der Stelle. Ich hätte auf das Bücherregal getippt. Aber das sieht. Ich sehe viel Loot. Ich sehe auch viele Sachen. Die Büchern, die sind wesentlich mehr wert als ihr. So, aber bevor wir diesen Raum durchsuchen, machen wir erstmal eine kleine YouTube-Pause. Twitch macht natürlich weiter. YouTube bis übermorgen. Nicht den Kopf verlieren. Ciao.